in einem binären Baum hat jeder Knoten einen linken und einen rechten Nachfolger, die natürlich auch 0 sein können. Ein binärer Suchbaum ist ein binärer Baum, in dem jeder Knoten einen Schlüsselwert oder kurz Wert hat, sodass für jeden Knoten die Suchbaumeigenschaft gilt, alle Werte im linken Teilbaum des Knotens sind kleiner gleich, alle im rechten Teilbaum sind größer gleich dem Wert des Knotens. Zum Beispiel die Wurzel. Alle Werte im linken Teilbaum der Wurzel sind kleiner gleich 43, alle im rechten Teilbaum größer gleich 43. In binären Suchbäumen lassen sich sehr leicht Werte finden. Wie bei Listen wird auch bei Suchbäumen ein Pointer P für den Durchlauf benötigt. Zum Beispiel wird hier die 28 gesucht. Am Anfang steht P auf der Wurzel. Die 43 in der Wurzel ist größer als die gesuchte 28, also geht es weiter nach links. Jetzt zeigt P auf den linken Nachfolger der Wurzel. Die 25 in diesem Knoten ist kleiner als die gesuchte 28, also geht es nach rechts weiter. Die 31 ist wieder größer als die 28, also weiter nach links. Jetzt zeigt P auf den Knoten mit Wert 28. Gefunden. Jetzt wird die 66 gesucht. Die 66 ist aber gar nicht im Baum. Das weiß der Suchalgorithmus natürlich nicht, sondern er geht einfach nach Schema durch den Baum. Da die 66 größer als die 43 ist, geht er zuerst nach rechts. Die Invariante des Suchalgorithmus ist, wenn der gesuchte Wert überhaupt im Baum ist, dann ist er in dem Teilbaum enthalten, auf dessen Wurzel P zeigt. Die 66 ist kleiner als die 69, also weiter nach links. Und die Invariante ist weiterhin erfüllt. Die 66 ist größer als die 54, jetzt müsste es also nach rechts weitergehen. Der rechte Teilbaum ist aber leer. Genau das ist die Abbruchbedingung. Wenn der Teilbaum, in dem es weitergehen müsste, leer ist, egal ob links oder rechts, dann bricht der Durchlauf ab und der gesuchte Wert ist nicht gefunden. Die Invariante garantiert, dass der gesuchte Wert dann auch überhaupt nicht im Baum ist. Auch Einfügen eines neuen Wertes in einen binären Suchbaum ist recht einfach. Analog zum Suchen ist die Invariante, falls der Wert schon im Baum ist, dann ist er in dem Teilbaum, auf dessen Wurzel P zeigt. Das heißt, auch der Punkt, an dem der neue Wert eingefügt werden kann, ist in dem Teilbaum, auf den P zeigt. Damit diese Invariante durchgehalten wird, steigen wir im Baum exakt genauso ab wie bei der Suche. Und weiter wie bei der Suche. Jetzt müsste der Abstieg dann nach rechts weitergehen, aber der rechte Teilbaum ist leer. Perfekt, denn damit haben wir einen leeren Platz an passender Position im Suchbaum gefunden, an dem der neue Wert jetzt eingehängt werden kann. Der Abstieg im Baum endet natürlich beim Vorgänger dieser leeren Position, sodass der Pointer, der auf das neue Element zeigen soll, manipuliert werden kann. Auch zum Löschen eines Knotens steigen wir im Baum hinab, analog zum Suchen. In diesem Beispiel soll die 7 gelöscht werden, also geht es zuerst nach links. Und weiter nach links und Stopp. Einen Wert zu löschen, der in einem Blatt steht, ist ganz einfach. Der Verweis auf das Blatt wird auf 0 gesetzt. Und das Blatt ist aus dem Baum. Schwieriger ist das Löschen eines inneren Knotens. Es fängt wie immer eine Suche an der Wurzel an. Jetzt steht P auf dem Vorgänger des zu löschenden Knotens. Dies ist immer noch ein relativ einfacher Fall, denn der Knoten mit der 54 hat nur einen Nachfolger, die 66. Daher kann die 54 einfach wie in einer linearen Liste übersprungen werden. Und an die Stelle der 54 tritt die 66. Noch einmal derselbe Fall, die zu löschende 11 hat nur einen Nachfolger, die 7. Daher kann die 11 wieder einfach übersprungen werden und die 7 tritt an ihre Stelle. Sehr viel komplizierter wird es, wenn der zu löschende Knoten zwei Nachfolger hat, wie die 43 in diesem Bild. Die 43 muss natürlich nicht die Wurzel sein, was hier aus Platzgründen nur durch Punkt, Punkt, Punkt angedeutet wird. In diesem Fall geht P doch noch einen Schritt weiter auf den Knoten, dessen Wert gelöscht wird. Idee ist, dass nicht der Knoten mit der 43 gelöscht wird, sondern das Blatt mit der 39. Die 43 wird aber durch die 39 überschrieben, damit eben die 43 und nicht die 39 gelöscht wird. Wir brauchen aber einen weiteren Pointer P', um die 39 überhaupt erst einmal zu finden. Dieser Pointer macht erst einmal einen Schritt nach links. Danach steigt er so lange immer weiter nach rechts hinab, bis es nicht mehr weitergeht.
Genau gesagt bleibt P' wieder auf dem Vorgänger stehen. Erster Schritt nach rechts. Das war es in diesem Beispiel auch schon. Der rechte Nachfolger hat keinen rechten Nachfolger mehr. Also geht P' nicht mehr weiter. Die 39 überschreibt jetzt die 43 und das Blatt mit der 39 wird gelöscht. Und fertig. Warum eigentlich die 39? Weil die 39 in aufsteigender Reihenfolge der unmittelbare Vorgänger der 43 in diesem Suchbaum ist. Die 39 kann an die Stelle der 43 treten und die Suchbaumeigenschaft bleibt weiterhin erhalten. Natürlich hätte stattdessen auch der unmittelbare Nachfolger der 43 genommen werden. Dann wäre P' spiegelsymmetrisch einen Schritt nach rechts und dann immer nach links abgestiegen. Der unmittelbare Vorgänger der zu löschenden 43 muss nicht unbedingt ein Blatt sein. Er hat halt nur keinen rechten Nachfolger mehr, kann aber durchaus einen linken Nachfolger haben. Hier hat die 39 die 36 zum linken Nachfolger. Wir wissen schon, wie ein solcher Knoten gelöscht werden kann, durch Überspringen. Die 36 tritt an die Stelle der 39 und die 39 überschreibt die 43 und fertig.